Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter wird auf Gangbang hier zerfickt. Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge eine Kippe und ein Bier. Ja. Heute haben wir wieder mal unsere Laster mitgebracht. Was, die LKWs voll mit Gras? Boah, nee, Alter, halt die Fresse. Aber Gras haben wir tatsächlich dieses Mal auch mit dabei. Gott sei Dank. Jetzt haben wir auch wieder unser heißgeliebtes Sprite mit dabei. Und zwei Wodka, ein Ken Cotti und ein Burberry. Burberry? Was? Burberry? Digga, was hast du? Digga, nur mit deinen Burberry-Ticks. Und ein Bärenwodka. Ein Bärenwodka, Digga. Was für Bärenwodka? Das ist ein ganz normaler Wodka. Hä, nee, das schmeckt nach Kirsche, so, you know. Ach so, ich hab grad an Grizzly Bear gedacht. Ja, im Ernst jetzt. Ich dachte, du meinst jetzt so Bärenwodka. Ach, bist du dumm? Ja, bin ich, aber Junge, wir sind noch nicht bekifft. Ich hab gesagt, erst währenddessen anfangen, Digga. Jetzt schon komplett vorbei. Oh, so. Wie man mal wieder merkt, das Niveau ist mal wieder am Boden. Digga, was machst du da schon wieder? Meinen sexy Cup holen. Ich würde sagen, wir rauchen fertig und dann machen wir unsere erste Pfeife, ne? Ach, oh, der schmeckt geil. Oh, probier, Alter. Ich probier mal, ja. Boah, der schallert rein, Alter. Hab ich lang kein Kodi mehr getrunken, Alter. Alter Schwede. Na, wow, seit gestern Abend. Der Nachgeschmack ist geil und der Vorgeschmack ist geil. Das ist beides geil. Ich weiß. Okay, ist zwar nicht so stark, glaube ich, aber trotzdem. Ja, wow, es sind nur 40 mg drin, ne? Aber Junge, der Geschmack ist echt unübertrefflich. Ich könnte den jetzt aussaufen. Komplett. Und instant wieder neu, ne? Ja. Ohne, dass ich so einen Alkoholnachgeschmack habe, wo ich mir denke, boah, ich kotze mich gleich an. Ja, aber das Ding ist, wir haben jetzt in das Codein noch ein bisschen Wodka mit reingemischt. Haben wir doch gestern auch. Vorgestern. Gestern war ich nicht da. Stimmt, vorgestern. Digga, gestern, der gestrige Tag, ich muss sagen, der gestrige Tag war für mich wie ein ausgelassener Tag. Ich bin um 15 Uhr aufgewacht, hab dann die Nacht durchgemacht bis 8 Uhr und hab dann bis 13 Uhr geschlafen. Digga, gestern war so ein kranker Scheißtag für mich, Alter. Digga, für mich, wenn ich um 15 Uhr aufstehe und dann YouTube schaue bis 8 Uhr in der Früh und dann penne, ich wollte eigentlich noch ein Video schneiden. Digga, ich bin umgekippt fast. Ich hab mir zwei Muntermacher und drei Kaffees reingezogen. Nee, also ich bin sowas von fix und fertig seit gestern, Alter. Meine Psyche ist auch wieder komplett am Boden. Gestern dachte ich auch für eine Minute, ich werde eingeliefert. Ich bin todeskrank zu meiner jetzigen Ex gefahren, habe ihre Sachen vorbeigebracht. Dann war sie krank, dann bin ich wieder weggegangen, Digga, dann bin ich nach Hause. Dann habe ich mich mit Magda getroffen, dann hat sie bei mir gepennt, weil ich halt so psychisch am Boden war, dass ich mentale Unterstützung gebraucht habe. Alter, Digga. Ich habe legit bis um 3 Uhr nicht pennen können, weil ich die ganze Zeit Krampfanfälle und Halluzinationen geschoben habe. Und dann wolltest du hier gleich noch eine Oxy ziehen. Ja, Digga, damit das endlich aufhört. Junge, nee, das macht's nicht besser. Ich sag's dir so, wie es ist. Ja, doch. Er ist halt so ein Oxy-Fanatiker gefühlt, Digga. Ich hasse Oxy. Das ist das gleiche wie bei Kokain. Du hast noch nie Oxy gezogen. Ich weiß, aber trotzdem hasse ich die Droge. Ich habe ja auch noch nie Crack genommen oder Heroin, aber trotzdem weiß ich, ich werde diese Scheiße niemals probieren. Ja, okay, wow, du siehst wahrscheinlich auch an mir, was das mit Menschen macht, so. Ja, eben. Deswegen weiß ich ja auch, was ich niemals probieren würde. Ich bin so das Testobjekt. Ja, Digga. Weil so Gras, Codein, blablablub, so die haben die etwas harmloseren Sachen, Digga. Zans würdest du wahrscheinlich auch noch ausprobieren, oder? So ausprobieren. Vielleicht mal ausprobieren, oder? Ja, ausprobieren schon. Einfach damit du mal weißt, wie es ist, so, you know? Mhm. Aber Codein trinken wir jetzt eh fast täglich, also davon sind wir eh Junkies geworden. Ja, Digga, weißt du noch, wo ich früher so gesagt habe, no way, Diggi, ich werde niemals mein ganzen Leben Codein nehmen, Gras ist die Grenze, Digga. Ja, ups. Heutzutage Codein-Junkies, we made it, Alter. Zum Frühstück Codein, zur Jause in der Pause in der Schule Codein. Mittagessen Codein. Abendessen Codein. Mittagsdeck Codein. Digga, ich schwöre, einfach den ganzen Tag Double Cups reinzippen. Ich glaube, ich habe mir gestern auch 3 Sprites wieder geholt, ne? Die sind weggelaufen, Alter. Die ganze Drogenindustrie geht wegen uns insolvenz, Digga. Ich schwöre, ich habe mir auch gestern, wo ich dann bei meiner Freundin war, habe ich Atze angerufen. Dann hat er mir noch, glaube ich, vier Flaschen Codein vorbeigebracht, Digga. Die waren am nächsten Tag weg.
Bin ich ehrlich. Die sind heute weg. Also ich habe nur noch eine Flasche zu Hause rumgammeln. Eine habe ich jetzt mitgenommen, die haben wir jetzt in die Sprite gemischt mit ein bisschen Wodka. Und sonst auch, actually. Also hier steht jetzt nur noch eine einzige Flasche rum. Digga, das ist Digga, wir brauchen mehr. Ja, es ist halt leider so, Alter. Man merkt, wie schnell Drogen abhängig machen. Also bin ich ehrlich. Ich hoffe, das wird bei Xanax nicht so sein. Bei Xanax ist es so, das probierst du vielleicht mal, wenn du es magst, dann machst du es, dann wirst du davon abhängig, wenn du es nicht magst, dann nicht. Ich glaube nicht, dass ich mag. Ja, Gefühlskalt halt, dir ist alles scheißegal. Nee, ich glaube nicht, dass ich das mache. Ich meine, es ist halt auch ein Downer, also du könntest instantly einpennen. Ja, Digga, hier so, wenn ich nie einschlafen kann, ist Zenny und dann geht's. Nee, also Gott sei Dank bin ich jetzt von zumindest von Sans weggekommen, so. Ich denke mir, das ist schon mal ein Fortschritt. Jetzt Oxycodon ist jetzt, wie gesagt, der nächste Schritt. Also ich war ja zwischenzeitlich mal von allem clean. Es war nur für, glaube, 4 Monate. Ist eh gut. 4 Monate war ich von allem clean. Jetzt bin ich rückfällig geworden im Januar von Oxycodon und jetzt halt von Codein. Und jetzt mache ich Oxycodon-Entzug und halt Codein als, ja. Kennst du nicht den Januar? Januar. Digga, Januar und Jänner in ein Januar. Januar. So. Februar. Oh. Und jetzt geht's los. Und jetzt wird die Pfeife angeschmissen, Alter. So, jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir nochmal klar denken können, Grüße, oder? Ja, Grüße gehen wieder raus an Lea, Magda, Moni, Softoff. Elena. Elena, stimmt. Und wen noch? Uns beide. Und an Harald, den zweiten aus Südtirol. Ja, natürlich, den brauchen wir auch. Und an Harry, Digga, wenn Harry den hier hört, der schiebt dich ab. Okay, let's get it started, Alter. Oh Gott, ja, oh, es schmeckt so geil. Mmm, oh. Ja. Schmeckst du das? Es ist so befriedigend. Der Brät zittert. So. Zittern nicht. Ich hab gesagt, stell dir vor. Digga. Stell dir vor, wir werden irgendwann Junkies. Ja, ein bisschen zu spät, I guess. Warte, hier, stell dir vor, Junge. Aber mit dem Feuerzeug geht das viel besser als mit diesen ganz normalen Scheißfeuerzeugen, ha? Okay, ich glaube jetzt die Pfeife und dann gleich nochmal in, oder? Ja. Wir gehen es langsam an heute. 10 Minuten später. Oh, scheiße, wir haben keinen Alkohol mehr, wir haben kein Gras mehr, scheiße. 10 Minuten später, die Nazis kommen, wir müssen die Drogen verstecken. Nee, aber es ist wirklich, was wollte ich sagen? Nein, scheiße, jetzt fängt das schon wieder an. Digga, ich schwör, Vergesslichkeit kickt, wenn man kifft, Alter. Aber genießt auf jeden Fall die Folge, Digga, wenn ihr auf YouTube seid. Lasst ein Abo und ein Like da und zeigt den Algorithmus, dass ihr sowas sehen wollt. Digga. Auch wenn ihr es nicht sehen wollt. Zeigt den Algorithmus, dass der Podcast der schlimmste und beschissenste Podcast ist, damit das wirklich jeder in der Welt ertragen muss in seiner Abo-Box. Digga, ich schwör bei Gott, ne? Aber wenn ihr das auf Spotify hört, bitte, bitte speichert euch das ab. Und folgt rein, damit wir zumindest vielleicht irgendwann mal in Jahrhunderter ferner Zukunft irgendwann vielleicht doch mal Geld mit diesem scheiß Podcast verdienen können. Obwohl ich das ja eher bezweifle. So. Digga, ab 1000 Klicks 3,50 Euro waren es, ne? Ja. Bei YouTube ist es 1 Euro pro 1000 Klicks, beziehungsweise es kommt auf den CPN an, was man halt für Content macht. Also eigentlich eh gar nicht so schlecht, oder? Okay, stimmt, ja. Also, fett reinklicken, erstellt euch 1000 Accounts, also 1000 E-Mails, meldet euch 1000 Mal auf YouTube an und dann klickt 1000 Mal auf dieses Video und abonnieren. Ja, Digga, wir brauchen aber noch 300.000 monatliche Zuhörer, glaube ich.
Ja, dann erstellt nochmal 300.000 Abos, Bitte, Accounts bitte. jedes Mal und dann. Hört den Podcast. Ja, und mit jedem dieser Scheiß-Accounts einmal pro Tag durchhören, Alter. Aber wenn ihr den Podcast nicht hören wollt, bitte lasst den wenigstens auf lautlos im Hintergrund laufen, weil, Digga, wir brauchen die Promotion. Wir Ja. geben uns so viel Mühe hier. Ja, wir geben uns so Mühe. Das Gras ist leer. Nein. Schnupfen kickt. Alter, geht nochmal her hier. Also, meine Lunge ist wahrscheinlich eh schwarz wie Scheiße. Bei mir kommt kein Rauch mehr raus, Dinger. Ja, ich glaube, der ist auch leer. Ah. Jetzt sind wir wirklich an dem Punkt angelangt, Fabi, wo wir aufnehmen, wie wir kiffen, Alter. Ups. Rapper wie like. Wir brauchen irgendwann mal einen Gastpart von einem Rapper. Boah, Alter, imagine, wir werden irgendwann so. Doch Farid Bang oder so. Boah, nee, weißt du, kennst du diese einen Dudes, die eben auf TikTok aufscheinen? Das ist immer so eine Gruppe, die immer so Leute interviewt, wer echt ist und wer fake, you know? Kennst du die? Die so hinter einer Wand stehen oder was? Die auch, aber meistens sind die maskiert. Ja. Ja. Du weißt, wen ich meine. Ich glaube schon, ja. Irgendwann werden wir die einfach, ich schwöre. Sind so Tilo 1, Tilo 2, Tilo 3. Wer ist drogenabhängiger? Das ist Tilo. No front an Tilo, aber ich bin übelster Fan von ihr. Was? Von ihr? Von dir. Aber, Digga, als ob Tilo hier zuhört, Alter. Was ja, hast du denn Digga, für wenn. Wahnvorstellungen hier? Ja, keine Ahnung, wenn er das nächste Mal online geht. Ich spamme ihn sowieso die ganze Zeit immer voll, wenn er auf Twitch Ich online höre den geht. Podcast Bitte hör an! mal, bitte reagier auf den Podcast, bitte reagier auf den Podcast. Ja, stell dir vor, den lässt das so wirklich laufen. Digga, wenn der einmal auf diesen Podcast reagiert, ne Grüße gehen raus, Alter. Du bist Favorite von uns beiden, Alter. Also ich meine, sein Zweit-Favorite, aber meine Nummer eins, Alter. Ich schwöre, du hast mir im Sommer aus den Drugs rausgeholfen. Jetzt halt wieder in die Drugs rein. Aber egal. Komm, da kann man mal stolz drauf sein. Ja, du hast mich 4 Monate lang clean gehalten, du Spasti, Alter. Wallabila Ehrenmanius, Alter. Deine Mutter Ehrenmanius, Alter. Ich gönn dir alles vom Herzen, Bre. Wir müssen ja nicht mal befreundet sein, so, Digga. Ich gönn's dir einfach. Ja, Stefan, wir sind so die Leute, die mit Ihnen im Stream Call of Duty Zombies spielen. Na gut, jetzt rauchen wir noch eine und dann machen wir noch eine neue Pfeife, oder? Ja, nicht nur eine rauchen, Digga. Nee, ich meine dann noch der Zigarette, die wir jetzt haben. Ja. Boah, Digga, mein Mund wird wieder trocken. Stimmt, wir haben ja noch ein Getränk hier. Boah, spürst du es auch wieder? Es fängt an. Bei mir noch nicht. Bei dir noch nicht? Obwohl du mehr gekifft hast als ich. Ich habe nicht so viel erwischt. Manchmal ist bei mir fast gar kein Rauch gekommen. Digga. Nur geht's dir gut. Kurz am Kap verschluckt, ey. Wir bräuchten ein Kugelmikrofon. Was für ein Kugelmikro? Ach so, ja, damit das alles aufnimmt. Ja, damit wir auch so im Raum rumlaufen können, gefühlt. Ja. Also wenn auf einmal, wenn ihr uns beide nicht mehr hört, muss sich Arthur wahrscheinlich davon abhalten, abzuhauen. Digga, warte mal, das habe ich noch gar nicht erzählt. Boah, Aber, nee, weißt du Alter. noch, wo wir das Gras von meiner Mutter nochmal geraucht haben? Boah, Bei mir zu ja. Hause. Erst das Oh. hat so harmlos angefangen und dann so richtig lustig und so. Auf einmal Komplette verwandelt, auf Eskalation. einmal ver verwandelt sich Arthur halt in seinem Kopf in einen Nazi und sucht mein ganzes Haus nach Juden ab Die. und will dann und sagt dann, so, mein Job ist getan, will aus meiner scheiß Haustür rausgehen. Ich muss den davon abhalten, so, nee, 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 hier sind noch Juden irgendwo in der Nähe gekommen, könnt ihr mir nach. Nee, ich brauch's von Feierabendbier, ich muss zu Hause zu meiner Frau. Digga, was? Na, aber keine Scheiße. Dann war das mal kurz vorbei. Und haben wir so, Elvis Presley, ich gehe jetzt nach Hause. Nein, Arthur, nicht rausgehen. Ich schwöre, Digga, das war ein Zeit, Digga. An und für sich, wenn man so im Nachhinein drauf schaut, übelst lustig, oder? Digga. Wenn man im Nachhinein drauf schaut, übelst lustig, in dem Moment creepy, aber Dem eben. Moment zur Hilfe, wenn Arthur rausgeht und Digga irgendwen entführt. Sie Digga, sind die Jude, kommen, sie kommen jetzt mit in den Führerbunker. Digga. Juden mit in den Führerbunker nehmen, aber das ist auch eine scheiß Idee, I guess, oder? Ja, Digga. Jetzt geht's nach Dings. Warschau? Ja, Warschau. Digga, was für Warschau, Digga? Das ist die Hauptstadt von Polen.
Ja, und in Warschau war KZ. Dieses ganz berühmte, wie heißt es nochmal? Ich habe es gerade voll vergessen. Es liegt mir auf der Zunge. Ich auch. Auschwitz, Aus. Auschwitz, Ja, stimmt. Digga. Und das war, das ist in Polen, in Warschau gewesen. Ich dachte, das ist irgendwo ein bisschen weiter in der Nähe. Nee, das Okay. ist in Polen, Warschau gewesen. Weil die Deutschen haben ja als erstes Polen eingenommen. Ja, Digga, und dann nochmal so. Digga, du kleiner Bastard, Digga, jetzt greifen wir dich an hier. Dann kamen wir von allen Seiten Frankreich. Polen, Digga. Polen dachte sich in dem Moment auch wahrscheinlich und so, Digga. Was hab ich getan? Ich hab nichts getan, aber nicht nur ein Bier getrunken. Ich habe ein Auto geklaut, 4 Stück von Germany und mehr nicht. Und Digga, dann wollt ihr uns ja überrennen. wir machen Nazi-Jokes. Wir sind wirklich fucking Aber lost. was hat Hitler eigentlich erwartet, Digga? Dass er irgendwie Weltherrscher wird, vielleicht? Der Digga, aber was hat der erwartet, dass er hier Leute angreift und nicht alle denken, boah, ist der verrückt, wir greifen ihn jetzt auch an. I don't know, was der sich gedacht hat. So, ich bin der Stärkste, ich habe so. Also er hat schon eine starke Armee gehabt. Schallert aber schon ordentlich gerade rein. Nee, nee, nee. Aber Hitler hat schon eine schöne Armee gehabt, aber Digga, der war einfach viel zu Dings so, der hat viel zu viel erwartet. Der hat sich gedacht, so, in jedes Land schicken wir einen Mann, Digga, der übernimmt hier alles. So, worüber reden wir noch? Außer über Nazis. Ja, Digga, wie sind wir auf das Thema gestimmt? Mit dem Kiffen. Ja. Gekiffte Nazis, Digga. Bekifften Nazis, Alter, so nennen wir die Folge heute, die bekifften Nazis. Nein, ihr kommt darauf an, wie sich das hier noch entwickelt, Digga. Scheiße, sonst werde ich hier wieder zum Nazi. Ja, dann müsst ihr hier vom Balkon springen, Digga. Dann nehme ich euch hier live mit meinem Handy. So schaut, Arthur ist wieder ein Nazi. Oh nee, aber das ballert gerade bei mir übelst krank rein, Digga. Aber auf so auf anderer Ich Basis. merke nichts. Legit. Nichts. For real? Null. Ich bin doch nüchtern, so als hätte ich nichts gemacht. Du redest mit mir über Nazis, Digga. Ich glaube, du kennst mich nicht so gut, wenn ich normal bin, Digga, oder was? Beste Freunde, wir kennen uns nicht mal. So ein paar Schlücke Cody habe ich halt gehabt, aber das hat jetzt auch nicht wirklich was verändert. Ich könnte jetzt noch in die Schule gehen, ganz normal. In der Schule plötzlich so. Der Himmel ist blau. Ich weiß, Frau Lehrerin, gucken Sie das an, der Himmel ist rot geworden. Digga. Und jetzt noch eine Pfeife. Moah, moah, das schmeckt, Alter. Ein bisschen zu viel, ha? Ja. Bisschen zu viel. Ich glaube, man merkt bei mir, dass ich übelst breit bin, Ja. oder? Boah, Digga, jetzt geht's auch langsam bei mir los, Digga. Boah, Alter, jetzt zieh dir noch einen rein, dann geht's aber richtig los hier. Boah, jetzt spüre ich meinen Mund nicht mehr. Jetzt ist wieder der Punkt gekommen an alle Kiffer da draußen. Dieser ein Moment, wenn man kifft und dann der Mund trocken wird irgendwann, der ist so bar, Alter. Man will die ganze Zeit ausspucken. Ja, Digga. Nee, lass Jetzt mal. fängt's auch bei mir an. Jetzt noch ein bisschen Cody. Codein ist meine Medizin. Ach ja. So, und jetzt mal eine Frage an die Zuschauer, falls ihr for real Lust habt, irgendwie drauf zu kommentieren auf dieses Kackvideo hier. Habt ihr schon mal gekifft? Also, nee, 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 das mache ich nie, nicht. Boah, ey, wenn auch nur einer dabei ist bei euch, so der so diesen Move bringt, so, nee, nee, kiffen, Digga, komm, Du wirst Alter. gebannt. Nur Käfer brauchen wir in unserer Kommentarsektion. Nee, nicht nur Kiffer so. Oh, mit Alkohol wird es ein bisschen schwächer. Boah. Ja, hier, Codein zum Ausnüchtern, Codein zum Ausnüchtern, Digga. Nee, da ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen. Obwohl, ist ein Codein. Moment, bin ich gerade dumm? Ist ein Codein nicht sowieso ein Alkoholgehalt drin? Ist halt Medizin, also natürlich ist da ein Alkoholgehalt drinnen. Hm? Der hat jeder Medizin ist Alkoholgehalt gefüllt drinnen. Antidepressiva? Antidepressiva, Wodka und dann noch Cody. Boah, scheiße, ich habe ja heute Antidepressiva genommen. Wahrscheinlich schallert das bei mir deswegen noch mehr rein als bei dir. Ja, Digga, ich könnte jetzt hier noch einmal Aspirin und einmal eine Mundharmonika nehmen und dann. Dann bist du high und richtig. Bin ich hier weg. Bin ich legit einfach weg.
You gonna fly, you gonna fly. Digga, wir müssen jetzt mal die Zuschauer unterhalten, Digga. Wir sind so, ja, das tun wir so, die so. So, ich weiß eine, ach ja, ich hab Feedback von dir bekommen, Magda, und der war auch funny, Alter. Einfach nur dieser Podcast, Alter. Du findest den wahrscheinlich for real nicht funny, Alter. Wenn, der ist nicht funny, dieser Podcast. Das ist todesernst. Der ist ernst. Das ist alles todesernst hier. Das müsst ihr alle ernst nehmen, das ist euch schon klar, ne? Ja, Digga, wir machen keine Spaß. Müssen ja auf die, ja, stimmt. Wenn uns jemand nach unserem Vorbild Dings da fragt, sagen wir einfach, wir zeigen die Wirkungen von Drogen, damit die Leute das nicht machen. Stimmt. Okay, wie oft haben wir schon gesagt, du Drugs gefühlt, aber trotzdem. Das ist ganz gefährlich, Leute. Niemals Drogen nehmen, das ist gefährlich. Wenn ihr zu viel kifft, dann hättet ihr ja dement, ne? Das ist leider Gottes for real wahr. Ja, schau, Bildung. Jetzt kann ich das YouTube-Video unter Bildung runterholen. Ey, was wäre, wenn wir so unterbewusst zu den Zuschauern, zu den Zuhörern, ich sag jetzt auch schon Zuschauer, Alter, egal, zu den Zuhörern noch so unterbewusst Wissen reinfließen lassen? Ja, Digga, wir sind hier Bildungskontent. Ja, Digga, wir machen for real jetzt Bildungskontent, hä? Digga, komm. Einfach bekiffter Bildungskontent. Digga, der Himmel ist blau. Ja! Okay. Schon erst bei mir auch ein bisschen, aber nicht so viel, nur so ein bisschen. Das ist ja dieses Schwerhaargras, nicht das von meiner Mutter. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ballert bei mir mit Antidepressiva noch mehr rein gerade. Aber Digga, stell dir vor, das wirkliche Gras von meiner Mutter, das Nazi-Gras. Das Nazi-Gras? Digga, dann würden wir hier, keine Ahnung, was das Mikrofon so hochnehmen, so I wanna fly, wee, wee. Okay, tun wir auch so, aber Digga. Man merkt, dass wir schon breit sind, Alter. I wanna fly. I wanna fly. Okay, so nennen wir die Folge, I wanna fly. Stimmt. Das haben wir jetzt schon so oft gesagt. Boah, Alter, das ist so funny, ey. Boah, ey. Nee, aber ganz ehrlich, Kiffen ist nicht schlimm so, you know, Kiffen ist for real nicht schlimm, aber so härtere Drogen, so wie ich, Codein, Xanax, den ganzen Shit, Alter, bitte, bleib davon weg, Alter, Codein ist auch nicht geil, Alter, trust me, es macht euer Magen kaputt, Digga, mein Magen zerfrisst jede Nacht. Ich hab doch Magenprobleme. Ja, das zerfrisst halt deinen Magen. Ja, super. Ja, scheiß drauf. Aber Digga, wir nehmen legit schon 22 Minuten auf. Digga, was? Digga, es fühlt sich an, als hätten wir uns hier so vor 5 Minuten hingesetzt. Ja, vor 10 Sekunden, Digga. Digga, wir haben gerade hier auf Aufnahme gedrückt eigentlich, Digga, hier. So. Okay, ich glaube, das ganze Gras kiffen wir heute nicht weg. Digga, so, nee, das wird hier nicht reichen, denke ich. Wir müssen nochmal einkaufen gehen. Boah, Alter, das ist logisch. Das reicht für 3 Jahre noch. Digga, damit können wir eine ganze Staffel aufnehmen. Boah, stimmt. Sollen wir das dann auch irgendwann in Staffeln etablieren? Ja, habe ich eh schon. Staffel 1, Folge 1 war das hier, die letzte. Aber Digga, wie hast du nicht das bei 2 mit 3 gemacht? Was? Hast du das nicht bei 2 mit 3 gemacht? Was? Nee, das ist einfach nur eine Playlist. Ach so, schade. Ich dachte, das hättest du in Staffeln eingeteilt. Digga, wo sollen wir denn eine zweite Staffel haben? Wir haben 6 Folgen, glaube ich. Nee, 5. Ja, aber I don't know, vielleicht noch. Die ersten 3, Moment, die erste Runde mit dem Kaktus, dann diese eine zweite da. Die zweite Mal mit Cliniro, dann mit Slender, dann die Heroin-Folge und dann links. Aber das sind auch alles Legenden. Das sind for real alles so Underground-YouTube-Legenden in Flutter. Ja, Digga, außer vielleicht die Heroin-Folge. Aber for real, jeder in Flutter hat diesen scheiß Podcast schon gehört. Und wenn den nicht auch, Digga, dann ist traurig. Digga, die wollen lieber hier Effekte. Damit ich da wieder schön drei Tage durchgehend vor PC sitzen kann und schneiden, Digga. Nee, kein Bock, Alter. Schneid mir den Kopf ab. Mein Cup ist leer. Das geht doch nicht. Meiner? Okay, bei mir ist noch was drin. Boah, Alter. Nee, ich nehme jetzt erstmal die normale Sprite, Alter. Ey, die haben einmal eine weiße Sprite, Alter. Das fühlt sich falsch an, eine weiße Sprite in der Hand zu halten. Digga, was ist das, Digga? Das ist Luft, das existiert für uns nicht. Ja, es muss rot sein, damit man es trinken kann. Digga, ja, schau, die ist unreif, die muss rot werden.
So wie Tomaten. Die muss noch vorreifen, Alter. Die müssen wir noch im Keller einbunkern. Digga. Baum pflanzen. Digga, was zur Hölle? Was ist falsch mit dir? Ich weiß nicht. Wir sind schon so breit, Alter. Oh Gott. Aber es ist so funny, breit über Sachen zu reden, die keinen Sinn ergeben. No. Es reibt sich. Breit über Sachen zu reden, die keinen Sinn ergeben, macht Spaß. Digga, das ist voll die Line. Ha, über Sachen zu reden, die niemand... Was? Was? Breit über Sachen zu reden, die keinen Sinn ergeben, macht geil. Okay. Ich bin schon geil so. Ha, über Sachen zu reden, die keinen Sinn ergeben, macht geil. Macht breit, macht geil. Macht geil. Digga, wir sind so... Ja. Ey, aber das ist eigentlich den Content, den wir bringen wollten, oder? Ja, Digga, einfach. Das ist so komplett lost. Einfach nur Scheiße reden, Digga. Boah, Alter, das. Oh, Egon Kowalski, Alter. Ich grüße meine Oma. Grüße auf jeden Fall mal an meine Oma. Und an meine Oma auch, Digga. Stell dir vor, meine Oma hier in ihrer komischen Hexenhütte hier, die guckt hier unseren, die hört hier unseren Podcast. Nee, aber Grüße an meine Oma, falls sie das irgendwann mal in ihrem Scheißleben hört. Ich hoffe, das wird so jeder auf der ganzen Welt einmal gehört haben, so 10 Milliarden Aufrufe. Was? 8 Milliarden. Ja, trotzdem, Digga, die haben doch, es gibt doch viel mehr Spotify-Accounts. Ich glaube ja nicht, dass man mit 3 Spotify-Accounts gleichzeitig hier auf unserem Scheiß-Podcast landet. Wer weiß. Grüße gehen an alle raus, die das machen. Ey, nee, aber wäre schon funny, wenn ihr den Podcast supportet und auch anhört. Ja. Ja, ja. In der Tat. Boah. Leute, die bis jetzt verstört. Die sind bis jetzt verstört, Alter. Es waren gerade mal 4 Minuten, wo wir das jetzt gerade alles gehabt haben. Boah, okay, jetzt fängt's an, dass es so richtig lang gezogen wird alles. Oh, geil, Alter. Jetzt können wir safe 3 Stunden lang Gesprächsthemen finden, oder? Ja, Digga, so bei 6 Stunden so. Komm, wenn wir uns langsam am Ende kommen. Nö. Ach, da fällt mir noch eine Story an. Nee, aber so, wir machen jetzt einfach bekifften. Okay, Leute, heute machen wir bekifften und betrunkenen Bildungscontent. Bildungscontent. Ja, so, Bildungscontent. Was kannst du noch sagen? Bildungscontent. Do drugs. So. Do drugs. Do take drugs. Don't. Was? Don't eat vegetables. They are unhealthy. Nimm lieber Drogen. Nimm lieber Drogen anstatt. Gemüse, Digga. Scheiß auf Gemüse, Digga. Wir brauchen nur Kodein. Nur Kodein, nur Gras. Gras ist auch eine Pflanze. Gemüse sind auch nur Pflanzen. Wait a minute. Digga. Wir sind einfach vegan. Wenn ihr keinen Bock auf euer Gemüse habt, was eure Mutter euch macht, dann könntest du es nicht. Dann kifft einfach, hä? Ja. Das ist auch nur eine Pflanze. Einnehmen. Zwar in die Lunge und nicht in den Magen, aber ist auch nur eine Pflanze in den Mund. Hat niemanden geschadet, ne? Oh, und das... Okay, vielleicht doch, aber Digga. Digga, wir werden dement irgendwann mal, Digga. So, was? Ein Podcast? Was, wir nehmen hier schon seit 3 Stunden auf. Was, ein haben wir mal einen Podcast? Mann, wir müssen mal einen Podcast machen. Digga, wir sind bei Folge 7800. Oh, Fabi, wir müssen ja irgendwann mal einen Podcast machen. Digga, was ist das? Wir haben doch schon so viele Folgen. Hier, eine Kippe und ein Bier. Das ist ein toller Name. Lass uns einen Podcast machen, das war es. Oh, Alter. Aber wenn wir irgendwann for real so lange aufnehmen, dass wir irgendwie gefühlt 13 Folgen nur... Nee, Moment. Wenn wir irgendwann es schaffen, auch nur 10 Folgen so geradeaus zu... Ja, machen wir, oder? Wird schon. 10 Folgen locker, oder? Ja, Digga. Ich meine, allein heute nehmen wir 2 auf. Allein. Safe. Ja. So, die Kiffen sind wieder da. Und... Nee, ein Joint und ein... Ein Joint und ein Double Cup wäre auch ein besserer Name gewesen, habe ich das Gefühl. Komm, lass das jetzt so lassen. Nee, eine Kippe und ein Bier ist schon geil, aber ein Joint und ein Double Cup wäre auch schon ein geiler Name gewesen. Also passt besser zu uns, weil, Digga, wir hatten kein einziges Mal Bier hier mit dabei. Stimmt. Wozu nennen wir das Bier? Nee, warte mal, bleib mal kurz hier und da halt kurz die Zuschauer. Ich hol mir jetzt ein Bier. Ja, okay, jetzt, Fabi holt sich jetzt ein Bier, Alter. Seine Mutter würde ihn wahrscheinlich umbringen, aber egal. So, während Fabi weg ist, wollte ich nur kurz nochmal sagen, das, was er gesagt hat,
supportet den Podcast und boah, Rick und Mortys. Warum? Harry? Nee, Digga, wenn Harry hier reinkommt und wir so wie die größten Kiffer hier. Ja, sind wir. Also wir sind nicht die größten Kiffer so, aber Gras geht immer, Alter. Gras geht immer. So, Gras ist so Einstiegsdroge für uns gewesen, oder? Ja. Ich glaube, für 99% aller Drogenabhängigen ist Gras auch eine Einstiegsdroge. Also man zählt Zigaretten auch zu Drogen oder Medizin. So mit 6 schon so, Drogen nehmen. Ich glaube generell, der Durchschnitt bei den Menschen, die auch nur mit Rauchen anfangen, ist viel größer, dass sie dann auch irgendwann, glaube ich, zu Drogen finden, oder? Ja, ich glaube auch. Also, wenn man so ganz früh zumindest anfängt... Alkohol, Digga. Bei Alkohol fängt man sofort damit Drogen. Ja, so... Nee, nicht sofort. Ich kenne viele Alkoholiker. Da kommt man eher auf die Idee. Ja, man kommt da eher so auf die Idee, you know? Ich glaube, stell dir mal vor, so... als wir haben als mit 12 circa angefangen, richtig zu rauchen, ne? Nicht zu kiffen. zu rauchen. So richtig, ja. Ja. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so geworden, bei Digga. Je früher man glaubt... Ich glaube, das liegt auch damit zusammen, weil das Hirn schrumpft ja, wenn man raucht. Das ist wissenschaftlich jetzt mittlerweile bewiesen. Hey, ich dachte, das geht nur ins Blut und nicht hier in den Kopf. Nikotin. Also Nikotin. Also mir wurde anderes gesagt. Die grauen Hirnzellen werden weniger durchs Rauchen. Nur durchs Rauchen. Aber da muss man schon echt sein ganzes Leben lang rauchen, damit man so ein bisschen was merkt, Digga. Nee, man, das ist so, ich glaube 30 Jahre lang... Und dann sind fast die Hälfte von den ganzen grauen Hirnzellen weg. Und was bringen die? Dass man sich erinnert, dass man Hirnmasse hat. Das Hirn wird for real kleiner. Warte mal, was? Okay, bei mir kann es eh nicht viel kleiner werden. Aber, Digga. Bei uns beiden Walnüsse mittlerweile. Digga, hier Peanuts. Nee, aber Bildungskontent wollten wir ja machen. Stimmt, was kannst du denn so erzählen? Kannst du denen irgendwas beibringen, so... Du weißt ja viel über diese ganzen Reisenscheiße. Erzähl mal was über Indien. Indien, Alter, Indien. Oh, India, India. Dazu muss ich sagen, ich war das letzte Mal da, wo 2019, glaube ich, war ich das letzte Mal in Indien. Also, wo noch kein Corona war. Wo noch alles Zeiten. 2019 war noch alles schön. Außer Rauchen, da haben wir schon unsere ersten Kippen geraucht. Ja, so ein bisschen, aber Digga. Da war noch geil, da war noch Highlife, Alter. Live jetzt so. Es ist eine Kippe, hast du einen Joint? Im Bahnhof, Digga, wir kriechen da lang. Hast du eine Kippe? Wenn ihr uns irgendwann beim Bahnhof rumkriechen seht. Oder irgendwelche zwei halb stoneden, halb. Dann bekommt ihr eine Autogrammkarte. Dann bekommt ihr von uns eine Autogrammkarte, weil es so 100% sind. Ich dachte, wir haben irgendwann mal Merch oder so. Digga, wir beide. Mit diesen komischen AI-generierenden Jesus und Gott. Weil ihr nicht weißt, was das darstellen soll. Das soll Jesus sein und Gott. Ich bin Jesus, er ist Gott. Also. Er wollte ja eigentlich. Du wolltest eine Zigarre und was noch? Und eine Jägermeister und ich wollte hier ein Bier und eine Kippe. Und dann sind wir beide auf eine Kippe und ein Bier gekommen. Und das Dumme, also ich bin der Weißhaarige und Fabi ist so der Braunhaarige. Ist ja auch so, also ja, blond eher. Aber ja, aber ich weiß, aber so an und für sich war das so gemeint von uns beiden, dass ich halt so eigentlich gefühlt der Ältere bin. Gefühlt der Ältere, der Gott und ich bin so der kleine Jesus. Ich bin Jesus. Der jede Jesus. Scheiße mitmacht. Du machst auch einfach jede Scheiße mit, die ich mache, ne? Ja. So Gesetz bei uns beiden. Okay, Oxy jetzt eher weniger. Ja, aber so gefühlt jede Scheiße, die ich baue, baut auch er. Aber ich schwör, jetzt nichts gegen dich, aber Digga, alles, was ich mit dir mache, geht schief. Ja. Sogar bei der ersten Folge beim Podcast gibt's schief, weil wenn wir da was rausschneiden mussten. Wir gehen nicht genau drauf ein, sonst muss ich das hier auch machen. Aber Junge. Ja, es war einfach nur eine Verwechslung. Lea, Magda und Moni wissen eh Bescheid, was gemeint ist. Da sogar da ging was schief so. Ja, Digga, aber ich hoffe mir mal, dass das hier nicht schief geht und ich hier gleich der Drogen spüre und unser Mikrofon abreiße. dann ist Drogen im Mikrofon drinnen. Bitte was, Fabi? Verheimlichst du mir was? Digga, das ist ein grasbepowertes Mikrofon. Was glaubst du? Das ist aus den 90ern. Ach so. Nee, warte mal, boah. Was war so die Graszeit? 1970 bis 1980. Hundertprozentig. Digga, also das ist klappt dann auch direkt Kokain, Digga, oder nicht? Ja, ich glaube 1990er, 1980er war so Kokainzeit, glaube ich. Ja, Kokainzeit, deswegen sind auch die ganzen Rockstars hier pleite. Pleite. Ja, pleite wahrscheinlich auch, aber so Digga. So aggro. Digga, die sind alle gekrepiert darin.
Die meisten Rockstar, die sterben an einer Ich glaube, und dann von 1999 bis jetzt geht so die Hip-Hop-Zeit, glaube ich, oder? Ich Überdosis. glaube, jetzt gerade weltweit hört man viel mehr Hip-Hop-Genre, so Pop-Hip-Hop, so. Ja, so TikTok-Songs halt, Digga, Ja, so. so Hop-Pop und Hip-Hop, glaube ich, hört man heutzutage viel mehr als jetzt so irgendwie früher, weil früher gab es das auch gefühlt nicht. Und Ballermann-Songs. Und Chiago mit seinen Raves. Ja, Das ist auch aber ein Trend. Chiago ist heutzutage, glaube ich, auch voll Hype, was Also, deutschsprachig Chiago ist angeht. eh cool, aber mich Aber nervt eine halt. Frage: Was denn? Wer ist, glaubst du, so der gehypteste Rapper gerade in Amerika wieder? Travis Scott vielleicht? Boah, nee, Alter, was für Travis Scott. Taylor Swift ist ja ganz krass am Grinden gerade. Echt jetzt? Ja. Warte mal, wie hießen die eine nochmal? Nee, okay, Katy Perry ja weniger. Nee, 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 auf keinen Fall. Nicki Minaj? Ja. Ja, Die ich ist, glaub glaube schon. ich, auch, also so Rap-Genre her, glaube ich, auch so extrem viel Nicki Minaj, könnte ich mir vorstellen. Doja Cat vielleicht, oder? Dr. Dre und Snoop Dogg und Eminem, safe auch Ja, cool. die leben immer. Ja, so Tupac auch safe. 100 pro Tupac auf Numero Uno, Alter. Ich meine, wenn ich mir teilweise hier anschaue auf Spotify, wie oft ein Lied von ihm gestreamt wurde, nie unter einer Milliarde gefühlt. Also ich glaube, auf eine Folge sind, glaube ich, sogar so, Moment, 20 Milliarden oder so Aufrufe. Nee, ich glaube, das war eher ein bisschen weniger, weil das meist geklickte hat, glaube ich, 10 Millionen, 10 Milliarden. Nee, nee, Alter. Gott sei Dank mal nachgucken hier mein Handy. So. Aber Tupac, Moment, wo haben wir Tupac? Scheiße, warte mal, ich habe meiner Freundin eigentlich versprochen, dass wir heute telefonieren. Also, In der Tat. Tupac hier hier. nichts unter 500 Millionen. Nichts. Nichts. For real nichts unter 500 Millionen. So, also manche sind sogar schon hier auf. Moment, wie viel ist das? 700 Millionen. Ja, wow, okay, schade. Ich dachte schon for real, ich glaube All Eyes on Aber Me. alles zusammen, alle Lieder von zusammen, seine Streams ist wahrscheinlich so gefühlt 20.000 Milliarden, Digga. Ich glaube so All Eyes on Me ist sein beliebtestes Album, oder? Und außerdem hat er ja noch Platten verkauft und so, oder nicht? Ja, safe, Alter. Wenn Tupac noch leben würde, Alter, der rich. Digga, trotzdem die ganzen Plattenspieler und die ganzen CD-Player, die werden wieder in wegen ihm hier. Ja, nee, aber Plattenspieler habe ich auch einen. Digga, aber jeder hat einen Plattenspieler, außer Nee, ich. niemand. Nee, Ich warte kenne mal. kaum jemanden, der einen Ich habe Plattenspieler einen hat. Plattenspieler, der ist aber, glaube ich, uralt. Ja, das ist ja auch der Sinn hinter Plattenspielern, damit die geil sind. Ich Dass sie weiß. uralt sind. Damit das so den richtigen Vibe von damals rüberbringt, you Oh, know? er ist for real uralt, der ist von meiner Oma noch. Oh. Du meinst so ein Grammophon? Nee, kein Grammophon, so alt. Digga, Gott. das ist nochmal ganz, das sind nochmal 50 Jahre Unterschied. Nee, ich meine schon. 50 Ich nur? mein schon so 1900, keine Ahnung. Du weißt, in der Rock. Ich glaube, in der Rockzeit waren Plattenspieler auch noch ganz groß, oder? Ja, aber Digga, ich glaube, der ist so Ich glaube, bis zu Anfang Hip-Hop. 2000, Nee, Mitte. Moment, es gab ja damals immer diese Plattenspiel-Geschäfte. Ja, hier Plattenstores, ja. Diese Plätt-Stores. Disc heißt das, glaube ich. Disc-Stores. Und ich glaube, da waren die auch noch in. Digga, ich schwör, wir finden für alles gerade ein Gesprächsthema. Wie sind wir hier auf Hip-Hop gekommen? Kannst du mir nochmal Cody nachfüllen? Brauchen wir Cody. Der Cody muss rollen, Digga. Cody bringt uns ans Ziel. Boah, Alter, die Flasche ist hier gefühlt leer. Stell dir vor, bekifft und voll mit Codein zur Arbeit kommen, Digga. Ich gehe aber eh bald mal arbeiten. Ja, ich auch. September dann. Aber Digga, stell dir vor, ich komme dann einfach so komplett voll mit Codein und Weed und Alkohol so zur Arbeit. So, ja, ich habe gerade noch eine Folge Podcast aufgenommen, Digga. Ach so, ach so, ach so. Naja, dann passt ja schon. Wenn wir jetzt so Dachdecker oder Zimmermann, Digga, die würden sich eh die Birne zukiffen und zu alkoholisieren. Aber Digga, wenn ich hier als Als IT-Applikationsentwickler. Tischler bekifft zur Arbeit kommen. Ja. Digga, da hantiert man mit Kreissägen. Oh fuck, mein Cody ist ausgelaufen. Ja, wow, drei Tropfen. Dein Siehst du armes die an? Guck mal, Cody. sie ist komplett nass. Ja, gut. So hole ich mein Kissen, würde ich sagen. Ne? Ah. So ein geiles pinkes Kissen, Boah, den ich Alter, jetzt. ich schwör bei Gott, was ist das mit meiner Unterhose hier, ey? Ah. Kriegst du hier die Unterbuchse nicht zu, oder was, Junge? Boah, Alter, ist das geil. Oh, Ich glaube, das oh. Feuerzeug ist bloß unter der Hilfe.
Digga, hier ist überall Gras. Nee, das sind Chips. Ja. Ja, wo kommen die Chips her? Ich habe hier seit Jahren keine Chips mehr gesehen. Ich vor 3 Wochen das letzte Mal. Oh Gott, dann seid ihr ja ein bisschen älter, glaube ich. Moment. Habt ihr noch Chips da? Nee, haben wir nicht. For real nicht. Null. Nada. Wir haben gar nichts mehr. Nichts. Oh, nicht mal was zum Snacken. Nee. Digga. Außer wir stellen uns jetzt hier 3 Stunden in die Küche und kochen irgendeinen Scheißdreck mit Petersilie und keine Ahnung was. Also ich hätte schon Bock bekifft, dann gleich mal nach dem Podcast zu kochen. Deine Mutter wird das nicht zulassen. Achso, stimmt, deine Mutter ist da. Ich bin so gewöhnt, wenn wir bekifft sind, dass deine Mutter dann nicht da ist. Ich glaube, die kommen jetzt hier so rein. Ich habe ja gesagt, dass ich um 8 Uhr pennen gegangen bin. Hm. Also erst war das ja 6 Uhr und dann, Digga, ich habe nebenbei unseren Podcast auch noch gehört. Digga. Ja, Digga, aber der ist echt extrem gut, wenn man so im Bett liegt und Langeweile hat. Ja. Also dafür glaube ich perfekt, Alter. Vor allen Dingen einschlafen, naja, ich fokussiere mich halt viel zu sehr auf den Inhalt, aber Digga. Ja, same, ich fokussiere mich auch auf Texten. Das ist viel zu spannend. Bei Texten so von Tilo, deswegen finde ich ihn auch so krass, der Inhalt ist auch geil. Ja, aber ich sag mal eins noch dazu. Inhaltsmäßig, von den Lines her und so weiter, fand ich Storytelling-Rap viel geiler. Weißt du, was ich meine? Storytelling-Rap? Das heißt so Realitätsdings. Oder nee, was? Nee. Du weißt ja, wenn Rapper so eine Story singen. So wie Mephisto von Bushido oder so. Ja. Und ich hab sowieso Bushido, Mephisto übelst geil. Also ich sag Bushido, ich mag Bushido eigentlich nicht, aber sein Album Mythos aus 2018, Banger. Aber nicht zu laut, ne? Wir wollen ja nicht die Zuschauer erschrecken. Ich weiß, es ist so ein sadderes Storytelling, aber da gibt's keine Hook, you know? Ja. Zwischen all dem Schmutz und dem Abschaum, damals in Berlin. 10 Minuten lang geht das. Gab es diesen Jungen, es war seine Vision und kein Tagtraum, er wollte es sich verdienen. Und zwar aus gutem Grund, seine Mutter war alleinerziehend, sein Bruder viel kleiner. Also, das ist der Ring. Weißt du, dass er immer beim gleichen Thema bleibt und es gibt keine Hooks, sondern er rappt halt das so. Also Geschichte Herz erzählen von Tilo ist es zum Beispiel nichts, oder? Nee. Also von Tilo. Was? Von Tilo? Nee. Von Sido? Ja, sorry. Sido hat, glaube ich, auch Safecore irgendwo Storytelling-Rap. Ich weiß gerade nicht wo. Ich weiß gerade nicht mehr welches, aber Testament, glaube ich, grenzt noch so an Storytelling-Rap. Halt dein Maul vielleicht? Nee, Alter, was für halt dein Maul, da rappt er ja immer was anderes. Wenn man immer beim gleichen Thema bzw. bei der gleichen Geschichte bleibt. Oh ja, okay, kann sein. Aber safe hat Sido irgendwie so. Herz, doch Herz. Herz von Sido. Das passt eigentlich dazu. Ja. Da ist er halt nur switched so in 2 Stories. Ja, er nee, ist in 3, oder? Nee, in 2. 2. Ja. 2. Ja. Am Ende switcht er dann nochmal zu sich, aber das ist auch Story. Ja, das erste war ja, die Frau ist nicht mehr geil, weil sie schwanger ist. Ich gehe jetzt erstmal hier im Puff und hole mir eine. Wir reden jetzt über Sido Herz, Alter. Ja, na und? Und im zweiten Teil geht es halt irgendwie darum, dass die Mutter von jemandem halt Prostituierte ist und dann an AIDS oder beziehungsweise HIV gestorben ist. Nee, das war. Obwohl, nee, ach, von 18 Grad gibt es auch noch Storytelling-Rap. Teufel. Kenne ich auch nicht. Nicht? Okay, nee, das musst du mir beheben, Alter. Du kennst das zu 100 Pro, das habe ich schon 1000 Mal abgespielt. 18 Karat. Digga, der Typ, der ist so eine Legende, aber wir hören den fast gar nicht mehr. Ja, ich weiß, aber meistens ist er immer noch geil. Hat er einen neuen Song eigentlich inzwischen rausgebracht? Mm-mm, leider nicht. Der ist im Knast. Wie lange noch? 5 Jahre? Du kennst den Song Safe, das ist aus seinem ersten Album. Ja, okay, FSK 18 Portal habe ich so null gehört. Ja, so G-Mapel kriminell. Danke. Du dann sollst. Doch ich kann dir sagen, wo du ankommst, an Klingeln und Sachen. Emilio, Scarface, Schule verkackt, denn da raucht wir jeden Tag Haze. Und jetzt hängen wir im Elternhaus, weil ich nur ein Haar ziehen, deshalb hat er Geld gebraucht. Okay, mach mal aus, Digga, ich hab das zack alle ab. Aber das ist auch Storytelling-Rap. Jetzt Fabi erklär, was Storytelling-Rap ist, Alter. Ja, I'm sorry, Digga, aber... Ja, ich glaube, du hörst nicht so viel Rap, oder? Ich hör generell nicht so viel Musik, nur halt mal kurz. Ja, aber meistens hörst du Rap, oder? Ja. Eher Rap, nicht so viel Rock. Also ich höre gar keinen Rock. Ich jetzt auch nicht mehr, weil es gibt halt keine guten Rock-Songs mehr. Ich habe schon alle durchgehört, die es gibt. Rap kommt ja immer mal was Neues. Hm, stimmt schon. Rock ist halt uralt, Digga.
Da kommt mittlerweile nichts Gutes mehr, glaube ich. Außer von Linkin Park. Ist der schon tot? Der ist 2017 gestorben. Bruh. Aber Digga, die einzigen, die jetzt so noch so Electric Callboy macht noch viel Musik. Und I don't know, so ein paar Neukömmliche, aber die sind auch nicht so bekannt, außer vielleicht auf TikTok, wer eher der Hail of the King oder wie die Scheiße heißt, so King for One Day, das Lied, das kennt ihr vielleicht. Ja, nee, aber Rock, glaube ich, ist auch tot. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass noch viel moderner, also das okay, generell so. Oldschool Rock und die alten Genres, da gibt es gar nichts mehr. Es gibt schon, man kann noch was, aber halt nicht so oft. Nee, ich würde mal sagen, ein bisschen Underground. Viele ländlichere Gegenden hören, glaube ich, mehr Rock, mehr Volksmusik so. Und glaube, in der Stadt gibt es Rock eigentlich gefühlt kaum mehr, oder? Ja, vielleicht außer vielleicht bei den 50 so, um die 50 Menschen mittlerweile. Ja, so in der Stadt würde ich sagen, so 30% sind Rock und dann... Die restlichen sind Hip-Hop und Pop, glaube ich. Hip-Hop und Pop, okay, Rap. Also ja, Hip-Hop. Die größten Abschutzkinder tun man meistens halt Rap hören. Ja, Hip-Hop ist mit Rap inbegriffen. Hip-Hop ist ja dieses Pop, Rap, Rock. Nee, nicht Rock, was für Rock. Der Rock Johnson. Der Rock Johnson, Alter, der ist auch so ein Bree, Alter. Den kann ich auch nicht ab, aber... Der Typ, der ist einfach so immer so richtig komisch. Kennst du diesen einen Film, wo er diesen einen Typen immer mitschleppt und sagt, ja, hier, komm mit und so weiter. Kennst du den Film da? Wo er so einen fremden Typ so mitschleppt, obwohl er eigentlich nichts mit dem zu tun hat. Und Moment, so das The Rock... Ach ja, Moment, The Rock... Wo er so ein Verbrecher ist, der eigentlich kein Verbrecher ist, sondern dieser eine Film da. Ja, ich weiß, wie du das... Ja, wie heißt denn der nochmal? Irgendwas mit I, glaube ich, in keine Ahnung. International? Ich weiß nicht. Nee, irgendwie anders, aber... Ich weiß nicht, aber ihr wisst, es war ein guter Film, aber Digga, The Rock war so nervig manchmal, Digga. Ja, ich schwör, The Rock, no front on The Rock, so manche Filme... Nee, Digga, als ob der hier zuhört. Aber... Stell dir vor, The Rock hört unser Podcast. Hallo, The Rock, geht's dir? Nee, aber no front so on The Rock, so an und für sich ist ein cooler Schauspieler und es gibt auch viele coole Filme, wo The Rock mitspielt. Zum Beispiel Fast and Furious. Oh, Digga, Jumanji ist auch so ein... Jumanji ist auch ein Klassiker von ihm. Also bin ich ehrlich. Den habe ich so noch nicht mehr geguckt, den muss ich mal angucken wieder. Das war aber vor 3-4 Jahren. Ja, aber nee, The Rock macht schon geile Filme auch, ja. Aber mein Favorite ist und bleibt bis heute... Ja, guck dir das an, schon mal, wie viele Kippen schon weg sind. Ja, wow, Digga. Meine Arme. Was ist dein Favorite? Mein Favorite ist Johnny Depp. Safe. Also 100% mein Favorite ist Johnny Depp, dann kommt Leonardo DiCaprio, auch 100% auf Platz 2. Boah, Digga, Leonardo DiCaprio hat auch so eine kranke Story, Alter. Der hat ja gefühlt in jedem Film, ich catch you if we can. So ein geiler Film, Alter. Puh, den habe ich mal mit meinem Vater geguckt. Boah, aber auch, Gott, wie heißt der? The Wolf of Wall Street? Ja, The Wolf of Wall Street ist auch richtig kranker Film. Habe ich noch nicht geschaut, soll ich den schauen? Der ist, Digga, du musst den schauen. Okay, gut. Da gibt es keinen Rumherum, der The Wolf of the Wall Street ist. Machen wir mal eine kleine Legende. Liste von Songs. Von Songs, von Filmen, die du unbedingt schauen musst. Ja. Titanic, ich weiß nicht, sollte ich mir auch Titanic anschauen, weil jeder muss es eigentlich mal angeschaut haben. Ja, so jeder muss es mal safe. Also, es ist eine geile Geschichte. Es ist viel Drama mit drin, aber es ist eine geile Geschichte. Halt absolut nicht so unter. Das ist halt einfach so, keine Ahnung. Man muss es halt mal gesehen haben, damit man versteht, was es ist. Aber so viele Filme gibt es heutzutage auch gar nicht mehr. Weil früher haben die halt so Freestyle gemacht, heutzutage ist jeder Film gefühlt gleich. Ja, ich sag schon, heutzutage die Filme, außer wo Leonardo und Johnny Depp drin sind, finde ich, sind auch langweilig. Ja, aber Fluch der Karibik, Digga. Boah, der war so ein geiler Schauspieler, der Typ. Der ist immer noch, der ist eine Maschine. Es wird jetzt ein neuer gedreht, mit Johnny Depp wieder. Was, ein neuer Fluch der Karibik-Film? Sechster Teil. Also ich sag bis heute, Digga, Johnny Depp, Alter, so ein krass geiler Dreck. Schauspieler. Ich hab ein Glas voll Dreck. Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Dreck. Nee, aber Digga, Johnny Depp, der hat Fluch der Karibik, Digga, das ist... Digga, die wollten ja mal einen Film ohne ihn drehen. Fluch der Karibik ohne Johnny Depp, Digga. Digga, keiner hätte ihn ersetzen können, Digga. Der Typ, der ist so Legende gewesen. Jeder, also so auch... Das bringt dir auf jeden Fall drauf. Charlie Chaplin. Digga. Auch bestes Beispiel, Digga. Charlie Chaplin, Digga, der neue Charlie Chaplin, übelst wack. Was wollt ihr, hä? Johnny Depp einzig wahre. Digga, hast du eigentlich Avatar 2 geguckt? Ja, ist nicht so geil. Also ich finde an sich ist der Film ja ganz okay, aber Digga... Die Story es dahinter. Ist einfach alles viel zu langsam, da geht alles ab, dann explodiert gefühlt die Hälfte vom Film alles. Nee, ich aber... Ich weiß, wen es gefällt, naja, aber Digga, so, der Film geht, glaube ich, 3,5 Stunden. Also ich sag mal so, ich finde für mich persönlich
Avatar 2 ist gut gemacht, von den Umsetzungen her, übelst krank gemacht, genauso wie der erste. Ne, der erste, den ersten finde ich ein bisschen besser. Aber von der Story her, Avatar 2, sorry, Digga, Leute, ist es Respekt einfach Respekt geht auf jeden Fall raus an den Drehbuchautor und Digga, jeder im Team, Digga. Stell dir mal vor, so einen Film zu produzieren. Guck dir mal allein diese ganzen Effekte an. Ja, aber Digga, auf jeden Fall Kuss, Alter. Kuss an euch, dass ihr das wirklich geschafft habt, Digga. Alter, das ist ja so aufwendig. Digga. Das ist ja übel. Und dann ist es auch noch 3,5 Stunden lang. Du musst dir mal denken, Alter, kein Wunder, dass das... Wie lange war das in der Entwicklung? Der erste Film war 2008 und der zweite 2022 oder 21, ich weiß gerade nicht mehr. Aber er war richtig gehypt in dem Jahr. Also auf Platz 1, glaube ich, an den meistgeschautesten Filmen. Ja, Digga, aber der FNAF-Film. Und darunter war, ich glaube, unter Avatar war dann Mac 2. Auch übelst krass durchgegönnter Film. Aber Digga, Moment, was habe ich noch vorher nochmal gesagt? Boah, kennst du Tim Thaler? Ja. Dieser Film, Alter, der hat meine ganze Kindheit geprägt. Achso, der Film, hey, du gibst mir mal einen anderen. Egal. Nee, Tim Thaler, der sein Lachen verloren hat. Du weißt ja, der nicht mehr lachen konnte, weil der Teufel ihm das Lachen gestohlen hat. Schick mir den Film auch zu, den muss ich mir auch angucken. Digga, der ist Legende, Alter. Das ist ein deutscher Film, aber moah, Alter, das hat mein Herz berührt. Digga, ein Film, den ich mal hervorheben muss, ich weiß nicht, ob du den auch so feierst, Zurück in die Zukunft. Boah, Alter, Zurück in die... Boah, Alter, oh, das ist so geil. Digga, ich hab mir die mal alle in der RAW angeschaut, wo ja, ich die Nacht durchgemacht habe. Same. Ich hab mir die auch alle an einem Tag mal angeschaut. Okay, der zweite ist meiner Meinung nach halt der schwächste, aber Digga, der erste und der dritte Teil... Gibt's nicht auch einen vierten? Nee, drei, ne? Ja, es gibt drei. Aber Digga, diesen DeLorean, ich will den haben. Ich glaube, der dritte, also der zweite war ein bisschen schwach, bin ich ehrlich. Aber der erste und dritte, schlecht war ne? nicht, schlecht war nicht. Erster und dritter. Also der zweite Teil war jetzt nicht schlecht, aber der war halt so ein bisschen abgespaced und man hat nicht mal wirklich gewusst, was abgeht eigentlich. Nee, aber im dritten Teil, Digga, diese ganzen Zeitplots. Kommt der am Ende? Nee, nicht spoilern. Guckt euch die bitte einfach an. Digga. 99% der Menschheit haben den. Aber Rick and Morty, Digga, müsst ihr euch auch gönnen. Rick and Morty ist auch geil. Ist ja auch. Die erste Staffel ist zwar die beste, die zweite, aber der Rest ist auch ganz gut. Nee, ich sag mal für mich persönlich die beste Staffel, ja auch erste. Und dann kommt, ja, die zweite feiere ich jetzt nicht so. Bin ich ehrlich. Die dritte wird dann wieder geil. Aber generell, jede Folge ist geil. Jede Staffel ist geil. Digga, immer so ein neues Gimmick, immer so richtig so, boah, Alter, dann kommt noch ein Twist und dann, Alter. Also, die ist schon sehr gut produziert. So High Rick and Morty zu schauen, ist auch so geil. Habe ich noch nie gemacht. Muss ich auch mal machen. Aber Family Guy High zu schauen. Oh mein Gott, Alter, das ist so schlimm mit diesen ganzen Rückblenden. Ja. In die Déjà-vus, Alter. Da verfällt man wortwörtlich in die Scheiße. Mein Mund ist so trocken gerade, Digga. Ja, meine auch. Wie spät ist denn? Erst 16 Uhr, Alter. Digga, warte mal, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 40 Minuten, glaube ich. Aber, Digga... Wenn jetzt nein, unter... Scheiße, der Aschenbecher ist umgefallen. Nee. So gut. Aber Digga, Family Guy ist auch so eine geile Serie, Digga, dieser Humor. Es gibt keine Serie, die sich so gut an den heutigen Humor anpasst wie das. Ja, ich schwör bei Gott, und dass die auch immer alles so wahrheitsgetreu und diese ganzen Klischees, die die da immer wiedergeben. Wir nehmen schon fast eine Stunde auf. Digga, was? Wir nehmen jetzt einfach schon fast eine Stunde auf, Alter, Hilfe. Gut, dann können wir heute eh eineinhalb Stunden Folge machen. Ja, Safe Call, Alter. Also wenn wir jetzt schon eine Stunde erst aufnehmen, Alter. Ja, Digga. Dann... Stimmt, wir müssen mal über Games quatschen, Digga. Was für ein Game ist so jetzt dein Lieblingsgame? Boah, mein Lieblingsgame momentan. Ja, immer noch Cult of the Lamb. Digga, aber ich weiß nicht... Das grinde ich gerade übelst wieder. Ich bin ja Minecraft vorher gefüllt, aber Digga, ich spiele immer momentan nichts, aber ich warte jetzt auf den Release. Was ist denn geilstes... Story-Game. Boah, ich würde irgendwie auch gerne irgendwie Red Dead Redemption 2 sagen, oder? Das Spiel, diese Details. Ja, diese ganzen Details, aber hast du das jemals durchgespielt? Ja, aber ich finde... Ich liebe einfach Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption... Und dann können wir uns so krass auf GTA 6 freuen, Junge. Ja, im Jahr freuen wir uns bitte aber auch sehr lange noch drauf. Digga. Glaubt Rockstar Games nicht, dass das 2025 rauskommt, Digga. Digga, wenn jetzt da kommt der nächste Trailer, Digga. Wenn jetzt for real irgendjemand von euch denkt, dass das 2025 rauskommt, Digga, lost. Ihr kennt Rockstar Games noch nicht. Digga, Moment, der Release von GTA, der wurde ja auch, glaube ich, 1000 Mal verschoben von GTA 5, oder? Nee, GTA 5 glaube ich nicht so oft wie... Oder Cyberpunk, Digga.
Digga, Cyberpunk. Cyberpunk, es war so eine Katastrophe, wo es released ist, aber heutzutage ist es schon geil, aber Digga. Ja, ich finde die Story dahinter ist so scheiße. Sie hookt mich nicht, die Story, deswegen kann ich das Spiel auch nicht weiterspielen. Also die Story, Digga, die in Cyberpunk kann ich nicht geben. Kann ich mir einfach nicht geben. Genauso wie in Stray. Ich habe Stray angefangen zu spielen. Du bist scheiße. Das ist eine Katze, Digga. Aber nee, ich spiele Stray nicht, weil, Digga, 60 Euro für ein Katzenspiel ausgeben ist schon ein bisschen übertrieben. Wo die Story ja nicht mal irgendwie flags oder so. Das ist irgendwie scheiße. Einfach nur scheiße. Einfach nur scheiße, ja. Also, for real, die Idee dahinter, richtig geil, aber, Digga, Stray kannst du dir auch in den Arsch schieben, bin ich ehrlich. Aber, Digga, ich weiß, vielleicht fühlst du das jetzt nicht so krass, aber, Digga, die Far Cry-Reihe ist meine Lieblingsreihe. Ja, eigentlich. Die Far Cry-Reihe. Also, ich bin ehrlich, ich bin ja ein extrem geprägt von dir auch und von Wally und von meinen ganzen Brüdern bin ich extrem geprägt von Call of Duty in meiner Kindheit. Ja, Digga. Call of Duty hat unsere Kindheit. Digga, du weißt noch diese eine Modern Warfare 4, oder? Ja, Modern Warfare 1 Remastered für die PS4, Digga. Ja, und 4 haben wir auch durchgegrindet, Alter. Ja, Digga, und Ding World War 2. Boah, World War 2 auch Legende. Bis heute. Für uns beide, ne? Also, ich meine, die Story, scheiße, ist auch nicht wirklich realitätsgetreu, aber, Digga, das Gameplay. Und, Digga, aber heutzutage, Digga, Modern Warfare 3, die Story ist gefällt extrem kurz und echt extrem scheiße, habe ich gesehen. Aber die Modern Warfare 2 ging die Story eigentlich noch voll klar. Also die Modern Warfare 2 Story war schon noch ganz nett, aber... Die erste ist... Der Multiplayer war eine Katastrophe, Digga. Ja, Multiplayer Modern Warfare 2. Die ist mit diesem Skill-Based und Skill-Optimized Matchmaking, Digga. So wie Sandstorm mittlerweile. Damals Sandstorm, ich war besser als Fabi gefühlt drin. Ja, Digga, der Typ mit seiner scheiß SVD sniped alle im, Digga, der stimmt mit der Sniper rein. Digga. Und ich suche mir so eine Waffe aus, eine M4 mit dem Scope. Und ich, damit noch, ich Digga. Ich durchgehend mit Sniper, Digga. Ich stürme mit Sniper in Gebäude rein. Und von vorne ist das Game ja nicht so toll. Und dann habe ich dir so die Sniper gegeben und das so. Digga, auf einmal bin ich besser gewesen als Fabi, Digga. Ich habe mich hingelegt. Bam, 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 bam. Digga, flex, 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 flex. 16 Kills, bam. Bam, 16 Kills. Boah, viel zu wenig, viel zu wenig, viel zu wenig. Digga. Mittlerweile Skill-Based Matchmaking. Okay, das gibt's zwar nicht in Sandstorm, aber naja. Digga, die Community ist viel zu toxisch und verschwitzt geworden. Ja, ja. Also damals gefiel mir die Community mehr, weil da wahrscheinlich auch mehr Loser drin waren. Digga, es gibt ja so einen Teil, so diese Weihnachtsnoobs, die das Spiel sich bei Weihnachten wünschen und es noch nie gespielt haben und da so rübelst abkacken. Ja, stimmt. Wahrscheinlich waren das die. Aber war das Spiel nicht in Amerika voll gehypt mal? Digga, es ist überall gehypt gewesen, aber trotzdem, es war halt einfach scheiße. Scheiße. Ja, nee, also scheiße war es nicht. Das letzte Gute war irgendwie Ding hier, Black Ops Cold War war geil. Boah, nee, Alter, Cold War kann ich mir nicht geben. Digga, aber der Multiplayer, der war geil. Die Story, ja, okay, der passt. Multiplayer war geil, bin ich ehrlich. Da war auch Skill-Based Matchmaking gut. Story ist Durchschnitt, würde ich sagen, aber mehr auch Digga, nicht. Black Ops 3, die Story, Alter, ich kotze mich an. Ich habe das noch nie gespielt, aber Digga, warum sollte ich auch so viel Geld für so ein Digga, Call of Duty verlangt ja... Nee, Black Ops. Du hast Black Ops 3. 2. Und 3. Nee, 3 habe ich nicht. Doch? Nee? Doch? Ich habe das noch nie gehabt. Digga, bist du dumm, ich spiel das. Auf deinem Account. I don't know, vielleicht habe ich es ja auch, aber Digga, nee, aber. Was wollte ich nochmal sagen? Scheiße, jetzt hab ich den Faden verloren, Digga. Ich auch. Alter, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Oh. Okay, immer noch nicht ganz eine Stunde. Bitte, was? Das hat sich jetzt for real wie eine halbe Stunde angefühlt. Aber, Digga. Ich würde mal sagen, kurz an der Stelle kurze Pause, weil wir müssen uns was zu essen holen. Ich bin gerade am Verhungern und Fabi, glaube ich, auch, oder? Okay, ja. Bis gleich, Leute. Da wollen die kleinen Spastis hier eine kleine Pause einlegen, würde ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr, wenn ihr auf YouTube seid, uns bitte ein Abo und ein Like da lässt und vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt, um uns vielleicht zu unterstützen, wenn euch der Podcast gefällt. Wenn euch der Podcast gefällt, werden wir noch weitermachen. Und wenn ihr auf Spotify seid, bitte unseren Kanal folgen und... Ja, das war's. Gut, Pause vorbei. Oh, wir sind jetzt wieder da, Digga. Alter, ich hab mich gerade so geil entspannt hingelegt, Alter. Oh. Und dann kommt da Fabian und versaut mir alles mit seinem scheiß Podcast. Ich wollte gerade legit einpennen, weil das for real gerade möglich ist, weil, Digga, ich hab irgendwie seit Wochen nicht mehr richtig durchgeschlafen wegen Entzug, Alter. Ich meine, ich hab gestern das erste Mal seit, glaube ich, Wochen wirklich mal 8 Stunden wirklich durchgeschlafen. Sonst immer mitten in der Nacht Krampfanfälle, Schweißausbrüche, Kotzen, alles Mögliche.
Also ganz, ganz schlimm. Also wenn ihr mit Drogen anfangt, dann entweder zieht es zu Ende, aber bitte macht keinen Entzug, es bringt nichts. Wenn man mit Drogen anfängt und Entzug macht, bringt es leider nichts. Okay, die Kippen sind kaputt. Guck mal, sie sind überall Tabak, toll. Scheiß drauf. Brauchen wir halt deine Scheißkippen. Wo sind die? Hä? Die, deine Kippen. Wo sind wir? Ach so, hier. Gib mir mal eine Kippe, bitte. Ich brauch die. Die hat mir mein Arzt verschrieben. Kann man... Okay, Digga, kann man eigentlich Kippen beim Arzt verschrieben bekommen? Ja, genau. Man merkt, dieser Podcast wird langsam extremely chill. Irgendwann mal sind wir so ein Hippie-Podcast. Setzt euch alle auf den Boden und betet mit mir zusammen an den Arschlein. Ui. Digga, irgendwann betet, mein so, betet mit uns an das fliegende Spaghetti-Pizza-Stück. Ui. Digga, was für Spaghetti-Pizza-Hilfe. Ja, Herr Spaghetti-Pizza. Die fliegende Spaghetti-Pizza. Das ist for real eine anerkannte Religion. Ich red keinen Scheiß, ich kann's googeln. Stimmt, Digga, ich hab davon auch mal gehört. Aber Spaghetti-Pizza? Oder irgendwas anderes, I don't know. Oh mein Gott. Oh, sexy. Moment. Boah, Alter, die fliegende Spaghetti. Wie sind wir jetzt auf fliegende Spaghetti-Pizza gekommen? Ja. Die fliegende Spaghetti. Das fliegende Spaghetti-Monster, ach so. Fliegende Spaghetti-Monster. Eine Religion. Fliegende Spaghetti-Monster. Gottheit des Pasta-Farinismus. Ist es for real? Das fliegende Spaghetti-Monster, Alter. Ach du Heilige. Die Kirche des Fliegenden. Die Kirche des Fliegenden, Alter. Ja. Gönn dir das, weil die sie aus wie ein Restaurantschild. Digga, das Wappen von denen ist einfach so eine Krabbe, die aussieht wie so ein Restaurant. Ich krieg's wie ein an, Alter. Es gibt sogar Hosen an, Digga. Digga, haben die Merch? Oh ja, die haben Merch. US-amerikanischer Bobby Henderson hat das erfunden, Alter. Digga, das fliegende Spaghetti-Monster wird in der 2006 veröffentlichten Religionsparodie das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monster, Digga, als Gottheit bezeichnet, die mit dem Satz, es werde Licht das Universum erschaffen haben soll. Daher kommt der Spruch. Hä? Digga, es werde Licht, Digga. Nee, das kommt schon aus der Bibel. Ach so, Digga. Aber das haben die von der Bibel übernommen. Digga, warte mal, lass mich nur noch. Oh mein Gott, Digga. Digga, das ist so dumm. Verbreitung. Oh mein Gott, Digga. Wo? Digga, das sieht dir sicher nicht vor. Italien, Safecore Italien. Der Anlass für die Gründung dieser Religion war die öffentliche Diskussion um die Unterrichtung von Intelligent Design im Biologieunterricht in US-amerikanischen Schulen. Digga. Das hört sich legit an wie die Welle. Digga, einfach. Weißt du noch? Einfach die Welle mit fliegenden Spaghetti-Monster, Digga. Das fliegende. Ja, ich glaube, Moment. Nee, die Welle. Glaube wurde... und Gebote, oh mein Gott. Okay, zentrale Glaubensinhalte, der Einfluss der sinkenden Anzahl von Piraten auf die globale Erwärmung. Was haben Piraten mit der globalen Erwärmung? Piraten und globale Erwärmung, Digga. Oh mein Gott, Digga, warte mal, hier stehen die ganzen Sachen. Die Welt wurde nicht von nachweisbaren fliegenden Spaghetti-Monster erschaffen. Alle Hinweise auf die Evolution wurden von eben diesem Beeinfluss gestreut, um die Menschen zu verwirren. Auch die Gravitation existiert nicht. Die Wahrheit ist, dass FSM drückt alles mit seinen nudeligen Anhängen zu Boden, Digga. Oh mein Gott, Bobby Henderson ist der Prophet dieser Religion. Piraten werden als die ursprünglichen Pastafari geehrt. Lebensmaxime der gläubigen WWADP. What will a Digga, warte mal. Lebensmaxime der gläubigen WWAPD. What would a pirate do? Englisch, was würde ein Pirat tun? In Anspielung auf den christlichen Slogan WWJD. What would Jesus do? Digga, das fliegende Spaghetti von das lang, das Tragen von Pirateninsignieren, Alter. Was? Digga, warum Piraten? Das ist ihr Bildungskontent.
Was ist das? Die einzige Ursache für die globale Erwärmung, Orkane und all die nebenden Naturkatastrophen ist die sinkende Zahl von Piraten seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Das gilt unter Passafari als empirisch bewiesen. In diesem Zusammenhang wurde der mehrdeutige englische Ausdruck Pirates are cool bekannt. Cool in diesem Falle sowohl als abgefahren als auch aufs Kühl bestanden werden, Digga. 2008 interpretierte Henderson die wachsende Piratenaktivität am Golf von Aden als weiteren empirischen Beweis für die Richtigkeit der Erwärmungstheorie. Denn es sei festzustellen, dass Somalia weltweit die höchste Piratendichte und gleichzeitig die niedrigste CO2-Emission aufwiese. Nach dem Tod stehen an Gläubigen im Himmel unter anderem ein Biervulkan und eine Stripperfabrik zur Verfügung. Digga, wir müssen der Religion beitreten, Digga. Wir kommen halt von einem Biervulkan und einer Stripperfabrik, Digga. Ich lese weiter, Digga. Oh Gott, Gebete beenden die Anhänger von dem Wort Ramen. Oft aus Ramen geschrieben, die Bezeichnung für vor allem in Japan verbreitete Nudelart. Es gibt ein eigenes Buch. Im Buch Das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters werden unter anderem analog zu den 10 Geboten des Christentums die acht, mir wär's wirklich lieber, du würdest nicht beschrieben, die von Spaghetti-Monster bepredigt werden. Darin erklärten Grundsätze sprechen, die sich gegen Diskriminierung vorhalten, Dogman, Nötigung und Frauenfertigkeit aus, okay. Na, okay, das ist Alter, ja. Ich kick's mir hin ab. Digga, warte mal, du beschreibst eine abgewandelte Form der goldenen Regel. Es erfordert zum freien Liebe und dem Gebrauch von Kondomen auf, Digga. Oh mein Gott, hier, jetzt kommen die Gebote. Oh mein Gott, warte mal, die lese ich jetzt auch vor. Ja. Okay, jetzt die noch. 8 Gebote des fliegenden Spaghetti-Monsters, also. Man meint, wir nennen unsere Folge einfach das fliegende Spaghetti-Monster. Okay, warte mal, du musst jetzt zuhören, okay? Du musst mir jetzt gut zuhören. Wo gehst du hin? Nee, du bleibst jetzt hier. Ja, ich muss mir kurz noch aufstehen, meine scheiß Hose hier runterziehen. Ja, okay, dabei könnt ihr euch nochmal beruhigen von der Nacht. Vielleicht gleich wird es noch viel härter. Boah, Alter. Was ist los, ey? Hilfe. Okay, fangen wir an, oder? Ich schenke mir erstmal nochmal Cody, Alter. Mir auch bitte. Obwohl, nee, ich hab noch genug. Boah, ich krieg's mir noch. Okay, jetzt geht's weiter. Erstes Gebot. Mir wäre wirklich lieber, du würdest dich nicht so wie ein oberheiliger Heuchler aufspielen, wenn du meine nudelige Güte beschreibst, wenn irgendwelche Leute nicht an mich glauben. Das ist ja okay. Ich bin echt so eitel. Außerdem, es geht mir nicht. Diese also weichen mir nicht vom Thema ab. Mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht deine Existenz als Mittel nutzen, um jemanden zu unterdrücken und zu unterwerfen, bestrafen. Ich verlange keine benötige Opfer und Reinheit ist für Trinkwasser nicht für Menschen. Mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht Leute wegen ihres Aussehens beurteilen. Okay, das ist relativ nervig. Das kann man nee, das ist nicht nervig, das ist gut. Also wenn man der Religion beitretet, ist schon geiler Inhalt so. Ja. Oh mein Gott, warte mal. Mir wäre es wirklich lieber, du würdest nichts tun, als dir selber deinen bereitwilligen, volljährigen und geistig gesunden Partner peinlich sein zu müsste. Wem das nicht passt, der kann auch mal, ich glaube, die Formulierung lautet, am Arsch lecken. wem das auch nicht passt, es sollte am besten die Glotze ausmachen und zur Abwechslung ein Stück spazieren gehen. Ja, das ist auch sehr wichtig. Ja, es stimmt auch irgendwo. Lieber mal die Glotze ausmachen und ein bisschen spazieren gehen. Mache ich auch manchmal. Digga, mir wäre es wirklich lieber, du würdest dir die verklemmten, vorfälligen Vorstellungen anderer nicht auf nüchternen Magen anhören. Esst etwas und dann macht euch über die Toten her. Mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht Multimillionen Dollar Kirchen, Moscheen, Tempeln, Schreine für meine nudelige Güter aufbauen. Das Geld kann man auch wirklich sinnvoller anlegen. Nö. Also wenn der das schreibt, Digga, Ehrenmanius, ich baue instantly Tempel, wenn ich irgendwann Milliardär bin. Mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht rumgehen, Leute erzählen, ich würde zu dir sprechen, du bist nicht so interessant. Mann, nimm dich mal zurück und sage dir bereits, dass du keine Mitmenschen lieben solltest. Kannst du keinen Hinweis erkennen? Oh mein Gott, jetzt kommt sie wieder was. Mir wäre wirklich lieber, du würdest nicht andere so behandeln, wie du nicht selbst behandelt werden möchtest. Denn es sei denn, du bist mit Sachen zugange, mit denen eine Menge Leder, Gleitcreme und Las Vegas eine Rolle spielt. Sollte die andere Person auch darauf abfahren, dann macht es siehe auch Punkt 4, macht Fotos und um Mikes Willen benutzt Kondome. Hätte ich nicht gewollt, dass es sich gut anfühlt, dann hätte ich Stacheln oder so reingebastelt. Digga,
Feiertage und Feste. Am blauen Donnerstag, dem Beginn des Parafestes, wird der Piratenfisch geehrt. Was? Ich krieg's mich auf, Alter. Oh mein Gott, zu Weihnachtszeiten feiern die Pastrifari die Holidays. Da Pastrifari sich nicht an religiöse Dokumente zu halten brauchen, gibt es weder fest definierte Tage noch Zeiten. Professionen oder Orte für dieses Fest üblicherweise wird mit der Familie und üppigen Mahl gefeiert. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Vom Ramadan, sprich mal von Ramadan, der islamischen Fastenzeit. Oh mein Gott. Pastrafari ernähren sich zu dieser Zeit ausschließlich von der bei Studenten geliebten Instant-Nudel-Rahmen, in dieser Zeit zu gedenken, als die noch perfekt, hungrige Digga. Studenten waren, Digga. Alter, Ramadan nur von Instant-Nudeln ernähren, Alter. Müssen wir machen, Alter. Wir treten beide dieser Religion bei, Alter. Oh mein Gott. Halloween. Zu Halloween gedenken die Pastifari der Piraten. Ach, war ja klar, Digga. Als diese noch in Freiheit über die Meere segelten. Pastrifari verkleiden sich zu Halloween meist als Piraten und verschenken Süßigkeiten an Kinder. Laut dem Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters waren Piraten früher bekannt dafür, Süßigkeiten an Kinder zu verteilen. Doch Piraten nahmen von dieser Tätigkeit Abstand, als man sie zu verfolgen begann. Okay, ja, wahrscheinlich, ja. Oh mein Gott, am 19. September feiern die Pastrifari den Sprich wie ein Pirat-Tag, an dem man sich wie ein Pirat verkleiden und jedem Satz ein Aar als Schlusswort einfügen soll. Pastrifari werden an diesem Tag zur Missionaraktion abgerufen, da Grox selber die hartnäckigen Menschen und Pastrafarimismus bewegen wollte. Angeblich finden nur rund 50% der jährlichen Beitritte des FSMismus an diesem Tag statt. Digga, der Tag wird als den bekannten MMORPGs World of Warcraft und Guild Wars gefeiert. Digga, was? Ich check gar nichts mehr, Alter. Hilfe. Digga, der Tag, der unter Christen als Karfreitag bekannt ist, ist für Pastafari ein Freudentag. Pastafarischen Legenden zufolge wurde an diesem Tag die erste Nudel gegart. Weswegen Pastafari ihm Garfreiheit nennen. Ach du heilige Mutter. Nee, Alter. Boah. Ach du heilige Scheiße, Digga. Es gibt das so for real. Digga, die haben das komplett, die meinen das auch komplett ernst gefühlt. Die wollen da wirklich eine Religion machen. Wen schickst du das? Ja, meine Ex. Auf jeden Fall, Digga. Ach du heilige Mutter Maria Gottes, Digga, was. Tut mir, hoffentlich habe ich euch nicht gelangweilt, aber Digga. Doch, Safecore, die überspringen das. Oder wenn, ab jetzt, spätestens jetzt haben die rausgeschalten. Digga, wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf jetzt? Safecore, wieder eine halbe Stunde. Aber Digga, Thema Religionen. Nee, 10 Minuten, oder? Eine Stunde und 11 Minuten sind, warte. Ja, 10 Minuten haben wir jetzt nochmal aufgenommen. Wir haben da bei einer Stunde einen Cut gemacht. Ja. Machen wir bei 20 Minuten bitte nochmal einen Cut, weil, Digga, ich bin so am Verhungern. Okay, aber Digga, jetzt nochmal Thema Religionen. Was ist deine, was ist die schlimmste? Islam, oder? Nee. Christentum. Ja, okay, von den Taten her schon, aber Digga, nee, die Bedingungen. Ich mein, allein auch die Bedingungen im Christentum sind einfach krank. Ich meine, da ist der Islam auch nicht viel besser so. Sag ich so, wie es ist, aber Islam ist auch nicht viel besser. Christentum ist mit Bier auf Platz 1 mit, zusammen mit Buddhismus Islam. Ist gut eigentlich, oder? Nee, Alter, Buddhismus ist auch so scheiße. Also wenn ich mir anschaue, Digga, ich war ja... Hinduismus? Hinduismus? Ja. Auch nicht so geil. Viele ja, Fanatiker. Und? Aber ich sag mal so, ich hab ja auch so... Ja, halt Nordindien, wo Buddhismus auch sehr beliebt ist, mitbekommen. Und ich muss sagen, so friedlich in Anführungsstrichen, aber ich habe da Leute teilweise gesehen, die zu meiner Mutter gekommen sind, weil sie geheult haben, weil die Priester sie im Tempel for real vergewaltigt haben. Das ist so krank gewesen. Oh, Digga. Also Buddhismus kannst du sagen, was du willst, Alter. Das ist krank. Und Hindi? Hindi ist auch nicht viel besser. Also ich sag mal so, viele, viele Religionen haben bei mir Dreck am Stecken. Juden ist ja die Grundreligion. Ne? Ja, Judismus ist der Grundreligion, ja. Und eigentlich Christentum existiert gefühlt ja nicht, weil eigentlich ist Christentum eh Judentum, mehr oder weniger, oder nicht? Ja, Christentum, Judentum und eigentlich Islam ist auch eigentlich das. Islam ist prinzipiell das Gleiche, nur wie Christentum, deswegen. Ja, es stammt ja alles ursprünglich aus dem Judäischen. Aber mal, was ist nochmal bei den Juden? Sind die gut? Auch nicht. Es ist das gleiche wie Christentum. Ja, aber Digga. Nur halt, dass die immer verfolgt wurden. Das einzig Wahre ist der Spaghettismus. Ich schwöre, Alter, der FSM, Alter. FSM, das tätowiere ich mir. Digga.
fliegendes Spaghetti-Monster hier auf die Stirn tätowieren. Digga. Wer das macht, Digga, der kriegt von uns 1 Milliarde. Wir sparen unser Leben lang für den. Digga, Stefan, macht das doch wirklich jemand? Wir müssen morgen hier so jemanden das zahlen. Nein. Okay, wenn das irgendwer macht, dann laden wir den jene auf den Pizza ein. Ja. Macht. Maximalwert 20 Euro, würde ich sagen. Und dann könnt ihr eine Pizza mit einem Red Bull oder so. Müsst ihr halt in unser Kaff kommen, ne? Was machst du da schon wieder? Ich hab's oft aufgeschrieben. Jetzt tust du mal wieder das Handy weg. Ja. Aber Digga. Ja, auf jeden Fall. Ich bin stoned. Ja, auch ein bisschen. Also, was heißt ein bisschen, Digga? Was heißt ein bisschen? Komplett, Alter. Aber es lässt langsam wieder, Gott sei Dank, nach. Ja, Digga. Ich dachte, wir übertreiben. Haben wir auch. Aber die zwei Pfeifen ist eh ganz gut. Boah, Alter, ich weiß nicht. Reden wir gleich, wenn wir was zu essen haben, okay? Mhm. Ja. Dingens, und zwar, Fabi, wie glaubst du, kommen wir immer auf scheiß Ideen? Durch mich, oder? Ja. Aber du hast manchmal auch beschissene Ideen, sei ehrlich. Ja, aber ich habe ja doch die Idee gehabt, dass wir die Gurken auf das ja. Auto legen von Lukas. Das haben wir auch dann durchgezogen. Digga, wenn man, nochmal eine Automaten-Story, wir waren halt, glaube ich, nee, stoned waren wir nicht, ne? Doch. Ja, okay, ein bisschen stoned waren und wir. Und besoffen. Okay. Ja, Digga, wir sind zum Automaten gegangen, also zu diesen Adek-Automaten, wenn wir noch ein bisschen was erzählen drüber. Das ist halt so ein Essensautomat. Haben wir uns Essiggurken gekauft. Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, schon erwähnt, oder? Nee, war in der, ja. Okay, so. Dann kam mir die Idee, komm, lass mal zu einem Freund von uns, so ein Opferkind, so einen kleinen Roblox-Kitty. Ja. Wollen wir da hingehen? Und derjenige dann, weiß schon, wie es gemeint ist, no front an dich, aber du kannst ja ein netter Kerl sein, aber du bist todesnervig. Ja, Digga, aber wir sind da hingegangen zu seinem scheiß Auto, also von seinem Vater, haben einfach die Essiggurken in diese Scheibenwischerform reingelegt, Digga. Und der hat wahrscheinlich in den Motor rein, Digga. Aber ich habe letztens Lukas mal danach, Lukas, weil es geht jeder, wovon ich spreche, Lukas mal danach gefragt und er hat dann irgendwie gemeint, ja, der Vater hat ja gesagt, er hat mal irgendwann Gurken in seinem Auto gefunden. Digga, ich schwör, Digga, was denkt man sich? Und er hat dann jetzt herausgefunden, dass wir das waren, ne? Oh Gott, hoffentlich steht nicht gleich der Vater von nee, okay, nee, den kicken wir um, aber dringend. Er hat das anscheinend irgendwie gechillt genommen. Der hat gefragt, warum wir nicht Eier drauf geworfen haben. Echt jetzt? Ja. Okay, dann machen wir das nächste Mal. Ja, nächstes Mal werfen wir Eier auf sein Auto. Nee, Pech gehabt, ne? Jetzt hast du uns dazu angestiftet. Nee, dann geht aber der Alarm los, oder? Ja. Okay, dann lassen wir es lieber. Okay, wir machen es und dann rennen wir direkt weg. Wir nehmen so einen ganzen Eierkarton, bam, und ja, dann rennen wir. Welcher Spasti wird das wohl machen, außer wir beide hier in diesem Dorf, hä? Das war Elena. Matthias. Das war Matthias. Ja. Boah, Digga. Alter. Ey, krasse Story. Matthias und Jonas. Du kennst die beiden Spastis ja, ne? Natürlich, das Digga. Sind auf einmal übelst die gechillten Dudes geworden. Ja, Digga, Matthias ist letztens zu mir gekommen, hat sich für alles entschuldigt, was er gemacht hat, Digga. Voll nett von ihm. Ich habe ihm zwar eine Kippe gegeben, aber Digga. Nee, ich meine, ich schwöre, die sind auf einmal richtig gechillte Bros geworden. Also, Grüße gehen raus an euch beide, falls ihr das anhört. Ihr seid auf jeden Fall gechillte Bros geworden. Ich weiß, ihr mögt mich nicht, ich bin Junkie und so weiter, aber ihr seid auf jeden Fall weitaus sympathischer als damals. Ja, Digga, weißt du noch, Digga, vor einem Jahr, Sika. Boah, Alter, vor einem Jahr waren das noch solche Hurensöhne, beziehungsweise als ich in der Volksschule war auch. Digga, weißt du noch, unsere letzte Woche oben, da wurden wir komplett gemobbt von Hans-Peter, Digga. Oh, Alter, Hans-Peter, ja. Was hat der gesagt? Dass wir schwul sind, oder? Ja, ich glaube, alle haben uns immer so als schwul bezeichnet, Digga. Ich meine, wo ist das cool, Digga? Hä? No front, aber wo, Digga? Wir sind einfach Best Brodies, so, okay, dann bezeichne ich dich und dein Best Brody halt auch als schwul, so. Nein, so funktioniert das nicht. Ja, nein, so funktioniert das nicht am Arsch. Oder so. Oh, Digga. Auf den Aschenbecher anzuzünden, der hat ja nichts getan. Boah, er gibt mir kein Essen. Ja, warum sollte da Essen im Aschenbecher drin? Der ist immer auch nicht so lecker, ne? Aber wie viele Kippen sind da schon drin? Oh. Sind aber noch die von gestern drin, oder? Nee. Ich hab Lucky Strike auch noch mitgehabt da drin. 9 Zigaretten hat er schon geraucht, Digga. Mm. Und Fabi sibbelt an seinem Kaplin, Alter. Oh nein. Egon Kowalski. So Leute, wir waren jetzt einkaufen, um uns für die zweite Runde vorzubereiten. Leider wird das, glaube ich, heute nichts mehr, weil wir beide sind gerade so im Arsch und also sorry, wir werden auf jeden Fall nochmal
demnächst weiter aufnehmen. Man merkt, wir sind todesbreit, aber es geht gerade einfach nicht mehr, okay? Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt hier zum Ende. Wird noch irgendwas sagen? Ich glaube, ja, liebe Grüße an alle, die das hören, auf jeden Fall. Danke, dass ihr da irgendwie mithört und so. Falls irgendjemand das wahrscheinlich jetzt eh gegen uns verwenden will, so, you know, ihr wisst, was ich meine, so, dass ihr uns jetzt irgendwie bloßstellen wollt oder so damit. Ja, komm, Digga, ganz ehrlich, haltet die Fresse, bin ich ehrlich. Okay, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Nazi bekiffte übernehmen das Land. Ja, auf Wiedersehen. Au revoir.